Also, ich bin Draculas Tochter, Draculaura. Oh, keine Sorge, ich bin Vegetarierin. Mein Freund Claude Wolf ist genau das Gegenteil davon, aber ich schätze, Werwölfe lieben es nun mal, auf Knochen rumzukauen. Seine Schwester Claudine Wolf und Frankie Stein sind meine beiden ABMFs. Allerbeste Monsterfreundinnen für immer. Meine Freundinnen lieben unsere Schule, gehen shoppen bis zum Umfallen und ansonsten hängen wir gern zusammen ab. Man muss schon unternehmungslustig sein, um mit meinen fantastischen Freunden mithalten zu können. Was sagt der Spiegel? Ach, wie immer nix. Manchmal nervt es mordsmäßig, ein Vampir zu sein. Draculaura, du plusterst dich ganz schön auf für jemanden ohne Puls. Wo brennt's denn? Es ist nur... Hast du den neuen Typen gesehen? Er ist bis jetzt jeden Tag an meinem Schließfach vorbeigekommen. Oh, wirklich? Aufregend. Er ist der heißeste Typ in der Schule. Also, ich glaube, jeder weiß, wer wirklich der heißeste Typ an der Monster High ist. Mein Freund Deuce. Ja, natürlich. Deuce ist gruselcool. Für dich. Aber dieser andere Typ... Oh, zum Anbeißen. Da kommt er. Ist mein Make-up in Ordnung? Ich finde, du brauchst etwas Hilfe. Lass Cleo mal machen. Dieses erste Treffen wirst du niemals vergessen. Du wirst ihn umhauen. Danke, Cleo. Du bist die Beste. Und vergiss das ja nicht. Jotika, wir sehen uns im Jenseits. Wow! Du siehst wirklich erschreckend aus. Ich mag Mädchen wie dich. Danke, Cleo. Ich habe gesehen, was du getan hast. Du bist wirklich schrecklich nett. Ein altes Buch aufgestöbert, in dem steht alles über Vampire. Und wisst ihr was? Ich weiß alles über das Leben der Vampire. Kannst du dich etwa auch in eine Fledermaus verwandeln? Das hast du uns noch gar nicht gezeigt. Hier steht, dass du dich erst ab einem bestimmten Alter verwandeln kannst. Oh, ich bin alt genug. Ich verwandle mich dauernd. Zeig's uns. Was? Jetzt? Okay, ich muss dafür allein sein. Ich verziehe mich in den Glockenraum zu den Fledermäusen. Küsschen. Gott, wie mache ich das nur? Ich bin eine Fledermaus. Ich bin eine Fledermaus. Sofort! Keine Chance. Es klappt nicht. Draculaura! Sie hat's geschafft. Fledermaus. War echt monsterwitzig heute. Du hast dich zurückverwandelt. Du warst unglaublich. Du hast als Einzige eine Eins bekommen. Du hast es wirklich allen gezeigt. Keine Ahnung, was hier los ist. Draculaura hat heute Geburtstag. Hat dich total verpeilt. Man wird nicht jeden Tag 1600. Planen wir eine Party. Frankie hat heute Geburtstag. Ich hab's total verpeilt. Sie wird süße 16 Tage. Hey, Claudine. Draculaura hat heute Geburtstag. Wir könnten uns mittags treffen und... Sorry, hab andere Pläne. Laguna, Laguna. Frankie wird heute 16 Tage alt. Wir müssen eine monstermäßige Party organisieren. Keine Zeit. Hab Schwimmtraining. Sorry. Party? Nein. Hat jemand Lust auf eine monstercoole Party? Hi,
Hallo, Frankie, Laura. Glückwunsch zum 16. Ich wollte eine Party für dich schmeißen. Und ich hatte eine Party für dich geplant. Aber niemand hatte Zeit. Naja. Zwei reichen doch für eine Party. Genau. Aha. Wie wär's mit Mittagessen? Überraschung! Herzlichen Glückwunsch! Monsterkrach! Ihr seid einfach super! Zombie! Zur Siris. Ich feiere heute Abend bei mir zu Hause die Party des Jahrhunderts. Genau, rechtzeitig. Wir sind alle so gestresst wegen der Abschlussprüfung. Oh, warte einen Moment. Hey, Leute, bei Cleo wird heute gefeiert. Ich krieg einen Kurzschluss. Hey, heute Abend ist Party bei Cleo. Wahnsinn. Abby. Party bei Cleo? Ich bin dabei. Ich freue mich so, dass wir zusammen feiern. Ja, jetzt fehlt nur noch Draco Laura. Sie macht sich noch mehr Stress als wir alle zusammen. Mädels, es gibt ein Problem. Oh, komm, es ist okay, Schätzchen. So schlimm kann es doch nicht sein. Seht mich doch an, das Fleckenfieber hat mich voll erwischt. Du armes Herzchen, das kommt von dem ganzen Stress. Und ich bin die Einzige, die nicht zu Cleos Party gehen kann. Und alle anderen haben ganz viel Spaß und ich habe riesige Flecken im Gesicht. Und alle werden mich auslachen und dann kann mich bestimmt niemand mehr leiden. Und mein Leben ist jetzt schon zu Ende. Das wird schon. Wenn du nicht zu der Party kommen kannst, wollen wir anderen auch nicht feiern, richtig? Ja, finde ich auch. Genau. Übertreibt ihr da nicht? Nein, ihr könnt ruhig feiern, auch ohne mich. Wartet. Meine Urgroßwölfin Harriet hat, soweit ich weiß, ein total abgefahrenes Heilmittel gegen das Fleckenfieber. Ja, damit. Wie wunderbar. Das ist toll. Okay. Gargoyle-Clown, Trollschnurrhaare, Greifschnäbel und... Hat's gewirkt? In meinem Dorf haben wir auch uraltes Heilrezept. Ha, ich habe noch eine Idee. Wenn wir deine Flecken nicht verschwinden lassen können, machen wir eben eine Flecken-Motto-Party. Ihr seid echt die besten Freundinnen, die sich ein Vampirmädchen wünschen kann. Ich fühle mich gar nicht mehr gestresst. Oh, jetzt sind auch die Flecken weg. Na dann los, die Party kann beginnen. Holst du mich um 8 ab? Oh, ich kann heute Abend nicht. Ich wollte mit Romulus lernen. Für welches Fach? Das, wo wir die Tests schreiben. Ah, ich muss los. Claude hat unser Date abgesagt. Weil er und Hughes Mr. Heck versprochen haben, seinen Leichenwagen neu zu streichen. Nein, heute sind sie bei Gil und wollen neue Rap-Songs aufnehmen. Was? Moment, wieso canceln sie alle ihre Verabredungen gleichzeitig? Und warum erzählen sie dann diese Lügen? Ja, ich finde das äußerst merkwürdig. Oh, ich kann's nicht erwarten. Oh, hey Mädels. Komm mir nicht mit hey Mädels. Wieso habt ihr uns eigentlich abgesagt? Aber bitte die Wahrheit. Von wegen Songs aufnehmen. Was? Tut mir leid, ich kann einfach nicht lügen. Wir verbringen einen Abend mit den Jungs. Wir planen das schon eine ganze Weile. Eben nur Jungs, nichts für Mädchen. Ach so, und was habt ihr geplant? Männerkram, ihr würdet das nicht verstehen. Von wegen, davon träumst du nur. Verzeihung, wir müssen gehen. Also, ich habe das Gefühl, da ist was faul. Meiner Meinung nach sollten wir herausfinden, wie die Pläne unserer Jungs heute aussehen. Komisch. Ich habe Claude und Hughes belauscht und glaube, dass sie eine Strategie für einen Kampf ausarbeiten. Und Jackson und Gil waren irgendwie merkwürdig aggressiv. Es steht ein Kampf an. Oh, den müssen wir abwenden. Gulia hat gesagt, sie kann sie ordnen. Da drüben. Au! Cool, mein Level 4 Laser wandert direkt durch deine Verteidigungslinie. So ein Pech. Ich wehre mich mit Kraftfeldregeneration. Bitte sehr. Commander, wir ziehen uns besser zurück. Nein, ich übernehme den Kerl. Sie kämpfen gar nicht. Wie bitte? Und das nennen Sie einen Jungsabend? Kommt, Mädels, lassen wir doch die Jungs in Ruhe spielen. Machst du Witze? Ich find's gerade total lustig. Vorsicht, Commander, Sie sind zu weit unten! Piu, 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 piu! Jungs sind irgendwie merkwürdig, aber irgendwie auch total liebenswert. Hört euch an, was in meinem Horoskop steht. Heute läuft mir Mr. Perfect über den Weg. Gut aussehend, durchtrainiert, zuvorkommend und sehr verlässlich. Oh, hier steht, er ist das erste Monster, auf das dein Blick fällt, wenn du von dieser Seite hochblickst. Da ist er.
Wie sehe ich aus? Zum Anfang siehst du doch immer. Typisch ich eben. Wo willst du hin? Mist, hier steht, es erfüllt sich nur, wenn ich ihn vor Schulschluss kennenlerne. Noch 2 Minuten bis zum letzten Klingel. Mädels, haltet ihn auf. Alle ihm nach. Er ist dort lang. Sphinx, er geht zu den Schließfächern der Jungs. Wir verlieren ihn, Frankie. Halt ihn auf, ich verfolge Plan B. Ich mach das schon. Das schaffen wir. Froschattacke. Haben wir ihn erwischt? Hätte auch klappen können. Okay, okay, ich komm ja. Wenn er die Schule verlässt, ist alles vorbei. Und was ist Plan B? Das bist du. Ja, und dann habe ich gesagt, kein Geist würde an einem solchen Tag weiß tragen. Wie auch. Aber die Dame sagte, es gebe nur noch weiße Sachen. Oh, mein Horoskop stimmt absolut. Du bist der perfekte Typ. Wie gut du zuhören kannst. Sie kamen aus den Weiten des Alls, um Besitz von unseren Körpern und unserem Planeten zu ergreifen. Ich wäre nie darauf gekommen, dass der Hausmeister die ganze Zeit unter der Kontrolle der Aliens stand. Stell dir vor, sowas würde wirklich passieren. Oh nein. Sie sind hier. Was ist denn mit euch? Ach, gar nichts. Jedenfalls noch nicht. Oh, hat sich dein Haustier da drin übergeben? Nein, aber bösartige Aliens haben vor, in unsere Schule einzudringen. Sie wollen uns kontrollieren. Siehst du, keiner glaubt uns. Genauso ist es im Film gewesen. Ja, wir brauchen unbedingt Beweise. Eilmeldung. Frankie und Draculaura behaupten, Aliens dringen in die Monster High ein. Was ist los, Lomo? Ein Alien-Implantat? Ja, genau so war es auch im Film. Lasst mich bitte mal sehen. Das ist nur ein Splitter. So etwas wie böse Außerirdische gibt es nicht. Sie ist eine von ihnen. Ja, denke ich auch. Hi, Mädels. Wisst ihr, was besonders gut zu eurem Outfit passen würde? Alufolienhüte. Wow. Wir hören lieber auf, bevor wir noch all unsere Freunde verscheuchen. Ein Alien ist in der Tonhalle. Kommt bitte dahin. Wirklich, kein Scherz. Also, wo ist er? Sagen wir doch. Das ist nur eine verseuchte Laborratte. Der kleine Kerl will nur seiner Plasma-Injektion entkommen. Mädchen, ich hoffe, ihr akzeptiert endlich die Tatsache, dass keinerlei Aliens in die Monster High eindringen wollen. Nun will ich keine Gerüchte mehr hören. Einverstanden? Ja. Und dann fing Mr. Rotter an von wegen, also zu meiner Zeit war ein Text etwas, das man in seinem Bücherregal verwahrt hat. Typisch. Oh Mann. Na, ihr beiden Turteltauben, kommt ihr mit ins Schülercafé? Oh, natürlich. Aber zuerst muss ich euch noch diesen monsterkrassen Lidschatten zeigen. Buh-Topaz. Ah, da ist er ja. Denkst du nicht, du solltest mal deinen Spind aufräumen? Nun ja, vielleicht hast du recht. Aber von der anderen Seite betrachtet, brauche ich den ganzen Kram. Aber das ein oder andere bestimmt nicht. Oh, das hier zum Beispiel. Das ist ein Lehrbuch. Bis später. Draculauras Spind muss unbedingt mal aufgeräumt werden. Julia, kannst du ein paar Entwürfe anfertigen? Ich kann beim Design helfen. Wenn man sehr lange in einer Lampe lebt, lernt man kleine Räume hübsch einzurichten. Toll. Und Claudine bittet Bloodgood um Erlaubnis. Und Claude kann das dann alles zusammenbauen. Wird Zeit, dass Draculauras Spind endlich an Ordnung gewinnt. Juhu! Oh, du, meine Güte, ich liebe ihn! Und hier drin ist einfach Platz für alles. Schulkram und Kleiderbügel. Make-up und für eine Menge Zeitschriften. Oh, danke schön, danke schön, danke schön! Kommst du mit? Ein Momentchen. Wenn's dir nichts ausmacht, würde ich gern noch ein Weilchen hier herumhängen. Und? Gefällt dir dein Spind immer noch? Das ist der coolste Spind in der Monster High. Und so Monstergeräusche.
Du hast in nur einer Woche deinen ganzen Sprint wieder vollgemüllt? Sieht wohl so aus. Ich weiß. Ich weiß ja schon, was ich tun muss. Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr noch weitere 12 in die Sporthalle bauen. Du weißt schon, für mein Cheerleader-Kram. Ich weiß nicht, wo ich das alles unterbringe. Bauwasser gleich 24. Bist du schon aufgeregt? Total aufgeregt. Es ist Cleo. Bist du auch aufgeregt? Total aufgeregt. Julia, bist du auch aufgeregt? Natürlich bin ich aufgeregt. Ist doch klar. Frankie, bist du auch aufgeregt wegen morgen? Was ist denn morgen? Komisch. Die Verbindung ist abgebrochen. Oh, morgen, liebe Frankie Stein, ist Fototag. Ja, und? Ja, und? Frankie, du solltest niemals unterschätzen, wie wichtig so ein Fototag ist. Ein Foto ist was für die Ewigkeit. Ja, wie ein Schneemann. Aber Schneemänner schmelzen. Nicht, wenn man sie richtig baut. Genug mit eurem Gequatsche. Wir haben noch eine Menge zu tun. Was ist denn zu tun? Die große Pyjama-Party-Modenschau. Wir sehen aus wie Zwillinge. Oh, wie spät ist es? Alles im grünen Bereich, erst 8. Aber die Fotos werden um 8 gemacht. Schnell, oh, Beeil und spät. Wir müssen uns auch noch fotografieren. Tut mir leid, Mädchen, aber ich muss jetzt zur nächsten Schule. Aber wir waren die ganze Nacht wach und haben unsere Outfits zusammengestellt. Ihr könnt in der nächsten Woche wiederkommen. Da mache ich die Nachzügler-Fotos. Oh, Beira. Was für ein Glück. Ihr kommt nächste Woche wieder. Nächste Woche? Das bedeutet, dass wir nur 7 Tage Zeit haben, unser neues Outfit vorzubereiten. Oh, nein, Peter! Schnell! Ich bin Spectra Thundergeist und das ist eine Monster-High-Schulgeschichte. Werwolf und Vampir-Highschools bekriegen sich seit Urzeiten, schon seit vielen Tausenden von Jahren. Und man kann mit Recht behaupten, dass der Krieg hier ein Ende fand, an der Monster-High. Aber wie kam es dazu? Bevor wir an die Monster-High kamen, waren wir an einer reinen Vampirschule. Der Übergang war schwer. Puh, wie du stinkst. Vielleicht solltet ihr aus eurer Zunge auch mal Wasser und Seife benutzen. Wir waren vielleicht nicht sonderlich höflich. Wir Werwölfe waren auch nicht besser. Das hier ist unser Jagdrevier, verstanden? Vamposers? Knoblauchgeruch lässt Vampiren Mega-Monster-Pickel wachsen. Die Stimmung hier war zunächst sehr angespannt. Schon der kleinste Funke sorgte für Kettenreaktionen. Ein ekliger Krankheitsüberträger. Was? Hast du was an den Ohren? Diese Toilette ist ab jetzt nur noch für Vampire. Raus! Du hast sie wohl nicht alle. Welcher Werwolf knurrt hier bitte einen Vampir an? Wenn ihr vergesst, wer ihr seid, muss ich euch leider dran erinnern. Jetzt ist Schluss damit. Richtig, das kann so nicht weitergehen. Turnhalle, heute Abend, Sonnenuntergang. Du solltest noch auftanken. Dem Gewinner gehört die Schule. Aber an der Monster High verbindet uns alle, was uns einzigartig macht. Wir arbeiten zusammen, indem wir unseren wahren Feind besiegen. Das Vorurteil. Ich bin Spectra Thundergeist. Das war eine Monster High Schulgeschichte. Und solltet ihr immer noch zweifeln, so gut waren die Vampir-Werwolf-Beziehungen noch nie. Claude, ich beschwer mich nicht, aber zumindest hättest du einmal anrufen können. Aber ich hatte doch im Wald keinen Empfang. Du hättest heulen können, so wie du es immer tust, wenn du dir Kistenball ansiehst, während ich versuche zu lernen. Klar, jetzt heule ich wieder zu laut. So wütend siehst du süß aus. Der letzte Tag, um sich beim Monster High Schüler Graustauschprogramm anzumelden. Nutzt dieses Graustauschprogramm für euch und verbringt ein Schuljahr im Ausland, in einem anderen Land. Wir haben Graustauschschüler aus der ganzen Welt hier, die darauf warten, dass ihr euch anmeldet. Sieh mal, toll, wo wir überall hinfahren könnten. Skaris, Transsilvanien, Sumpfball. Weißt du schon, wo du gern hingehen würdest, Draculaura? Nein, keine Ahnung.
Was ist, wenn ich mich für das falsche Land entscheide? Ah, ich stehe monstermäßig unter Druck. Ich habe eine unschlagbare Lösung für dich. Du verbringst dein Graustauschjahr im Himalaya. Im Himalaya? Also ein Argument dafür ist, dass ich endlich mal meine tolle Winterkleidung tragen kann, die ich noch nie anhatte. Aber irgendwas sagt mir, dass ich lieber irgendwo hingehen möchte, wo es temperaturmäßig vielleicht nicht nur kalt und, naja, kalt ist. Vielleicht entscheide ich mich lieber für einen Ort, an dem es viel Kultur und Kunst gibt. Oh, wie wär's denn mit Madrid? Ein Austausch nach Spanien. Oh, sehr lehrreich. Entschuldigen Sie, Senior Drache. Wissen Sie, wie spät es ist? Gut, ich frage jemand anderen. Ich weiß nicht, ob dieser Ort wirklich passend für mich ist. Für mich hört es sich jedenfalls monsterschön an. Ich gehe mich sofort anmelden. Irland? Ach, ich weiß auch nicht. Gruseltinien? Vielleicht. Dominikanische Republik? Oh, woher soll ich denn wissen, dass ich nicht woanders etwas Tolles verpasse, wenn ich mich für einen Ort entscheide? Warum entscheidest du dich nicht für einen Ort, der ein bisschen von allem bietet? Shibuya in Japan! Es gibt sehr belebte Straßen in ultramodernen Städten. Doch in unseren Zen-Gärten kannst du auch die absolute Stille genießen. Und die Modeszene ist unvergleichbar. Das erlebst du nirgendwo. Oh, das ist fantastisch! Es hört sich an wie ein Traum. Außerdem ist es der einzige Ort, der jetzt noch übrig geblieben ist. Du hast so lange darüber nachgedacht, wo du hin willst, dass inzwischen der Tag vorbei ist. Es ist schon Abend, Liebes. Oh! Okay, dann also Shibuya in Japan. Ladies und Gentlemonster, willkommen in Shibuya in Japan. Wow! In meiner Vorstellung war Shibuya wirklich perfekt. Aber jetzt, da ich endlich hier bin... Was, wenn dieser Ort nicht zu mir passt? Was, wenn mich niemand hier mag? Was, wenn es die falsche Entscheidung gewesen ist? Konnichiwa! Ich glaube, mir wird es hier in Shibuya sehr gut gefallen.